Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Angezockt spielt Hearthstone. Heroes of Warcraft, ja, mein neues Lieblingskartenspiel, ganz frisch. Wir sind noch in der Beta-Phase und heute habe ich mich entschlossen, also ich habe es mir wirklich sehr lang überlegt, soll ich mir Karten kaufen oder nicht? Investiere ich mein Geld lieber in die Arena und erspiele mir die Karten, was im Endeffekt auch selber rauskommt, weil man muss sich ja auch erstmal einspielen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde mir einmalig 40 Packs holen und gucken oder mit euch zusammen jetzt mir anschauen, was dabei rumkommt. Und das war's vorerst mal. So ist auf jeden Fall mein Plan. Wir schauen es uns mal an. Ob ich die Idee immer gut finde, Karten zu kaufen, das weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Bei mir geht es jetzt darum, ich möchte mir jetzt relativ schnell die Karten angucken, dass ich mir natürlich auch ein Deck bauen kann, ein gutes Deck bauen kann und für euch auch mal ein paar Deckvorschläge präsentieren kann. Und dazu brauche ich natürlich die Karten. Und die zweite Sache ist natürlich, wir sind jetzt in der Beta-Phase, das heißt, das Geld, was ich jetzt investiere, kriege ich ja dann wieder, wenn das Spiel startet, zurück und kann damit dann Arena-Spiele machen, um mir dann im Haupt, wenn das Spiel wirklich da ist, die Karten zu erspielen. Und das war auch der hauptsächliche Grund, warum ich mich entschlossen habe, die Karten zu kaufen und da die mit euch aufmachen. Und darum geht es nämlich auch jetzt direkt los. Ja, schreibt mir auch gerne mal eure Meinungen zu. Karten kaufen mit Geld investieren und wenig Zeit verbrauchen oder lieber Geld in Arena-Spiele investieren, damit man dann nach die Kartenpakete gewinnen kann. Natürlich, Arena-Spielen ist was ganz anderes. Aber da habe ich mir auch wieder gedacht, ich muss erstmal die Arena oder die Karten kennenlernen, dass ich mir in der Arena ein vernünftiges Deck bauen kann. Und darum gehen wir direkt jetzt zum Kartenpack öffnen. Hier sind unsere Päckchen und wir hoffen mal, dass was Ordentliches dabei ist. So. Und der erste. Okay, also ihr seht schon, hier haben wir eine blaue Karte, eine seltene Karte. Aber Seele des Waldes, Druide. Wir haben da natürlich auch, wenn wir jetzt hier die Karten dann haben, also den kennen wir, verleiht einem Diener bis zu eurem nächsten Zug Verstohlenheit. Oh, super, im selben Pack dieselbe Karte, das finde ich ja mal scheiße. Selten, eine Aufwertung. Wenn ihr eine Waffe habt, erhält sie +1/+1, legt andernfalls eine Waffe +1/+3 an. Eine Kriegerkarte, gar nicht schlecht, kannte ich bisher noch nicht. So, und das zweite Päckchen. Diesmal gucken wir nicht großartig rum. Hier ist gleich eine seltene Karte. Der Heilige Zorn. Also selten erkennt man hier am blauen Kristall. Ziehe eine Karte und verursacht Schaden, der ihren Kosten entspricht. Ja, wenn man natürlich das kombiniert mit einer Karte, also mit irgendwas, wo man seine Bibliothek die erste Karte ansetzen kann. Kältekegel ist gut, da habe ich nämlich nur einen davon, da habe ich zwei, das ist eine gute Karte. Friert einen Diener ein, so wie die benachbarten Diener und fügt ihnen einen Schadenspunkt zu. Zauberlehrling, die habe ich mir gecraftet, ist für mein Magier-Deck eine super Karte. Auf die Decks gehen wir aber irgendwann mal später ein. Frostelementar für alle Klassen und hier haben wir nochmal den Zauberbrecher. Kampfschrei bringt einen Diener zum Schweigen. Oder noch seltener. Was haben wir hier? Ja, Gottesschild 1-1. Agentum Knappin. Massenbannung bringt alle feindlichen Diener zum Schweigen. Ziehe eine Karte. Ja, hatte ich jetzt bei meinem letzten Arena-Spiel zweimal, dreimal, glaube ich, im Deck. Die war recht gut. Gerade wenn der Gegner viele Fähigkeiten hat. Wutanfall, hasserfüllte Schmiedin. Bisher noch keine Krieg, aber war ja auch erst das dritte Päckchen. Wow! Golden und legendär! Oh, golden und legendär! Die ist Isera in Gold. Naja,
Das war doch mal ein cooles Pack. Schon die erste Karte. Alle Klassen. Die Karte Isera ist eh eine nette Karte. Hatte ich auch jetzt bei meinem letzten Verrat. Ein feindlicher Diener fügt benachbarten Dienern einen Schaden zu. Hatte ich auch bei meinem Arena-Spiel dabei. Hat guten Schaden gemacht, weil ich habe dann auch noch, oder hat mir gut geholfen, weil ich habe noch Spott draufgelegt. Geheimnis, eurer Held erhält Rüstung, ja. Episch! Boah, episch. Was denn das für ein Pack? Eine legendäre, eine epische Zauberformerin. Geheimnis, wenn ein Feind ein Zauber auf einen Diener wirkt, ruft ihr einen Diener plus 1, also 1-3 als neues Ziel herbei. Ein Zauber. Okay, wenn unser Gegner auf einen unserer Diener zaubert, das ist ein Geheimnis dann. Ja, nicht schlecht. Naja, hier noch ein junger Drache. Also, episch ist violett, legendär ist orange. Dann haben wir das jetzt auch mal. Und nächstes Pech. Ich weiß gar nicht, ob wir das in einer Folge packen, wenn ich so viel dazu rede. Das ist mal nichts. Ein Gottesschild. Nochmal der Beutehamsterer. Selten! Ja, die Sonnenläuferin. Spott und Gottesschild für 6. Ich kann mich bisher noch nicht mit ihr anfreunden. Selten! Nochmal die Massenbannung. Und noch eine seltene. 3 seltene. Golden und selten! Und golden. Ein Kriegerkarte. Das Leben eures Dieners kann in diesem Zug nicht unter 1 fallen. Ziehe eine Karte, Befehlsruf. Goldene Karten sehen schon fett aus, gell? Ja. Ja, was ich vorher noch erzählen wollte, was wir halt hier auch noch haben, wir kriegen ja Staub. Und mit dem Staub können wir uns dann andere Karten craften. Die Eisbarriere, euer Held erhält 8 Rüstung, wenn er angegriffen wird. Das ist auch ein Sprengfall, ist auch ein Geheimnis. Selten tödlicher Stoß. Verursacht 4 Schaden, verursacht stattdessen 6 Schaden, wenn euer Held maximal 12 Leben hat. Boah, nette Karte. Kann man beim Krieger habe ich noch gar nicht gespielt bisher. Die finde ich ja auch mal geil. Ich habe letztens nämlich gegen den Hexenmeister gespielt. Euer Diener kostet 2 weniger, aber nicht weniger als 1. Das ist schon heftig. Die innere Wut. Auch für einen Krieger fügt einem Diener einen Schaden zu. Der Diener erhält plus 2 Angriff. Ja, also wir kriegen ja den Staub von den Karten, die zerfallen. Und da können wir jetzt auch die Karten, die wir uns noch wünschen, craften. Hier, das ist mal wieder nix. Irwisch. Habe ich schon 2-mal, aber finde ich eine gute Karte. Also die habe ich, wenn ich die Auswahl habe, nehme ich die auch mal gerne mit rein. Schattenschritt, lasst ein, also auch für 0. Lasst einen befreundeten Diener auf eure Hand zurückkehren. Der Diener kostet 2 weniger. Keine verkehrte Karte. Episch! Episch. Die Karte kenne ich gar nicht. So, Urtum des Krieges. Wählt aus Spott und plus 5 Leben oder plus 5 Angriff. Spott und plus 5 Leben. Da hat er 5... 10 Druidenkarte. Das ist mal eine fette Karte. Da fallen mir schon so viele Deckideen ein. Dämonen der Dämonen wahrnehmen. Fügt eurer Hand 2 zufällige Dämonen aus eurem Deck hinzu. Das ist auch für den Hexenmeister eine schöne Karte. Legt eine Waffe plus 2 an. So, von der Zeit. Wisst ihr was, machen wir hier einen Mehrteiler draus. Ich habe nämlich am Anfang... Golden und gewöhnlich. Golden und gewöhnlich. Aber eine sehr schöne Karte. Blitzschlag verursacht 3 Schaden. Überladung 1. Überladung muss ich selbst mal schauen. In eurem nächsten Zug steht euch x weniger Mana zur Verfügung. Oh, okay. Aber trotzdem, 3 Schaden. Ja, die Sprengfallen, Geheimnis, der Dschungelpanther, alle Klassen. Vollstrecker des Tempels, finde ich auch eine echt tolle Karte. Es kostet 6 Mana, 6-6 und gibt einem befreundeten Diener plus 3 Leben. Tolle Karte, also für einen Priester. Oh, noch eine. Ja, nee, hier ist uns so selten. Selten!
eine Irreführung. Auch wieder ein Geheimnis, wenn ein Charakter euren Helden angreift, greift er stattdessen einen zufälligen anderen Charakter an. Nette Karte. Nette Karte. So, nehmen wir noch ein Päckchen mit dazu. Fangen wir mal mit an. Akolyt des Schmerzes. Zieh jedes Mal eine Karte, wenn dieser Diener Schaden erleidet. Karten sind immer gut. Ein Feendrache kann nicht als Ziel von Zaubern oder Heldenfähigkeiten ausgewählt werden. Eigentlich auch gar keine verkehrte Karte. 2, 3, 2. Hab ich mir noch nie angeguckt. Den hatte ich wahrscheinlich auch nicht. Ja, hier den Erntegolem und ein Kältekegel. Dann gucken wir mal, ob unsere blaue Karte was ist. Meisterin der Tarnung. Kampfschrei verleiht einem befreundeten Diener Verstohlenheit. 4-4 Verleitung. Ist in Ordnung. Kann man nicht meckern, ne? Ja, machen wir doch die Folge hier ein bisschen ordentlich. So. Das ist wieder nichts. Segen der Weisheit. Wählt einen Diener aus, zieht jedes Mal eine Karte, wenn er angreift. Wenn man dann da Windsturm auf den Diener legt, dann kriegt man 2 Karten pro Runde. Macht natürlich das Deck auch schnell leer. Nochmal der Zauberlehrling. Priesterin von Elune. Kampfschrei stellt bei eurem Helden 4 Leben wieder her. Ja, für 6 Mana. Spott und Wutanfall. Der Taurenkrieger. Das ist kein Schild. Die winzige Beschwörerin, der erste Diener, den ihr in einem Zug ausspielt, kostet 1 weniger. 2-2 für 2 Mana, tolle Karte. So. Hier. Nix. Morgenspitzel, den hatten wir vorhin in Gold, glaube ich, doch gezogen. Taurenkrieger. Beschwörungsportal. Gute Karte, die gefällt mir immer noch. Dann machen wir erst den hier. Nochmal den Tauch. Das finde ich scheiße. 2-mal dieselbe Karte im kleinen Pack. Das finde ich scheiße. Ich glaube, das gab es bei Magic damals nicht. Ich weiß es nicht. Panischer Kodo ist auch eine gute Karte. 5 kostet sie. Kampfschrei vernichtet einen zufälligen Feind. Diener mit maximal 2 Angriff. Für eine 5-3-5er Kreatur. Finde ich gut. So, lass mal rechnen, was ist 40 durch 3? Dann machen wir heute doch noch einen Pack auf. Und, machen wir erstmal hier weiter. Dämonenfeuer. Fügt einem Diener 2 Schaden zu, wenn das Ziel ein verbündeter Dämon ist, erhält er stattdessen +2/+2. Schöne Karte. Würde ich auch mit ins Deck nehmen, weil du kannst entweder 2 Schaden machen oder deinen eigenen aufpumpen. Das findest du sogar eine extrem gute Karte. Schattenschritt. Lasst einen Freund Diener auf eure Hand zurück. Achso, hatten wir schon. Für 0 Mana, aber auch wirklich eine tolle Karte. Uiuiui. So, Windzorn. 6-5. Also 6 Mana für eine 4-5er Karte. So, 2-mal Violett. 2-mal... Südmeerkapitän, euer anderen Piraten haben 1-1. Okay, ich kenne bisher nur einen Piraten. Ich weiß nicht, wie viel es davon gibt. Darum die haut mich jetzt nicht so von. Golden und episch! Golden und episch. Geduldiger Attentäter, Verstohlenheit vernichtet jeden Diener, der von diesem Diener verletzt wurde. Ah, der wird halt nicht lange leben, aber mit seiner Verstohlenheit killt er mindestens mal eine Kreatur, die er angreift. Und das kann was ganz Fettes sein. Dafür ist 2 Mana nix. Das ist eine tolle Karte. Ach, eine Schurkenkarte. Schurke habe ich auch noch nicht gespielt. Muss ich mir mal ein Deck zumachen, weil die Karte gefällt mir. Und die finde ich auch extrem gut. Halt natürlich, der Magier kann den wieder wegpingen mit seinem Feuerball, aber tolle Karte. So, da wir jetzt schon bei einer
ordentlichen Zeit sind, machen wir die nächsten Päckchen im anderen Video aus. Macht mir aber auf jeden Fall so viel Spaß, die Päcke aufzurupfen, wie bei Magic früher, als ich sie noch mit echt aufgerupft habe. Darum, ja, bisher, ich denke, hat sich gelohnt. Man kann sich dann ein paar Decks bauen. Mir schweben schon ein paar gute Deckideen vor. Die werden wir uns dann mal auch gemeinsam anschauen. Wenn ich alle Päckchen aufgemacht habe, dann werde ich euch mal ein paar Decks präsentieren. Darum, ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's für heute mit Mr. Angezockt spielt Hearthstone. Schreibt einfach mal unten in die Kommentare eure Meinung zu Arena oder Karten kaufen. Aber ich denke, muss man gucken, wie viel Zeit man investieren kann, ob man Lust hat, das Geld zu investieren, dass man direkt mal ein paar Karten hat. Oder ob ihr sagt, nee, mir kommt nichts anderes wie Arena. Und da werden wir uns bei mir aber auch noch mal ein paar Spiele angucken. Aber schreibt einfach mal eure Meinung rein. Macht's gut, bis zur nächsten Folge.